Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Wildes Leben. Wir haben das letzte Mal recht viel Holz gefällt, auch damit wir langsam ein paar Häuser bauen können für die NPCs. Ich werde sicher hier irgendwo noch ein Haus bauen und dann hinten eine Wiese auf der Seite, weil ich brauche sehr viel von diesen Apigysal, genau, Gysal sind es. Und ja, muss selber an Essen kommen. Hä? Also ich denke, ich werde jetzt mal kurz die noch setzen. Hä? Gysal. Und ja, wie soll ich jetzt das machen? Ein neues Bett mitnehmen? Sonst wird es immer wieder Nacht werden. Und die Gefahr ist zu hoch. Nehme ich noch ein Bett mit. So. Machen wir da ein Bett. Und gehen kurz in die Farmwelt. So. Wir werden schon richtig viel abbauen müssen wahrscheinlich. Deshalb die Farmwelt. So. Weil wir haben dort noch ein paar Sachen im Dorf zum Abbauen. Nein, nicht spawnen. Blöd. Falsch drücken, bitte. Gut. Ja. Da hinten ist das Dorf irgendwo. Wir müssen da hinkommen, bevor wir die 1,5 Herzen verlieren. Ja, wir sehen, dass es eigentlich noch Mittag ist. Ja, mehr als Mittag. Also, wir haben noch mehr Zeit als ein halber Tag. Genau. Ja, ich... Oh, da hinten steckt er drin. Der bekommt kein Eis. Also... eben nicht Eis und Feuer. Ja. Ja, ich merke, ich habe streng grilliert. Also ja, sehr lange und haben großes Feuer gemacht. Das tut schon ein bisschen die Konzentration gerade ein bisschen niedriger machen, bis ich da wieder ein bisschen abgekühlt bin von diesem großen Feuer. Wir haben recht großes, große Grillfläche und da kann man recht großes Feuer machen. Am Schluss dann noch. Finde ich richtig toll, haben wir mal ausgenutzt, aber ja. Es war ein bisschen anstrengend. Ich hoffe, ihr habt einen schöneren, ja, ich habe schon einen schönen Tag gehabt, aber... dass ihr wenigstens einen schönen Tag habt, von den Temperaturen her. Ich merke, ich fühle mich schon fast wie in einer Wüste, die einfach so runterbrennt. Immer noch, also obwohl ich wieder zu Hause bin, merke ich immer noch, dass ich so, ja, fast angebrannt bin. Aber schön gewesen. Es ist schon schön gewesen. Yellow Bell Pepper. Nehmen wir alles mit. Die nehmen wir auch als, ja, so die Reifen mit. Wunderbar. Nochmal einen Essen. Ja. Eine Karotte. Ist es. So, noch mehr Karotten. Wunderbar. Und was, wisst ihr, was ich gut machen könnte? Eine Angel aus Eisen, die wird wahrscheinlich besser sein als eine normale Angel. Und das geht ja relativ schnell mit dem Mod. Nichts mehr so das Schlafen. Zwischendurch. Ja, Fischen ist halt einfach ein bisschen langwierig im Normalen. Hä? 21. Die haben gesammelt? Ich denke, die haben ein bisschen eingesammelt. Das ist ein bisschen blöde. Wieso geht die nicht raus? Einfach rausgehen. Hier auch. Hallo, alles. Rausgehen da. Die schöne Wüste. Hm. Ja. Jetzt haben wir mal das Wichtigste, jetzt haben wir hier noch ein bisschen Weizen. Dann sehen wir gut vorgesorgt. Ja, gesorgt. Hä?
Also ich muss wieder zurück natürlich. Ich will ja auch das nicht allzu sehr große Flächen halt zwangsweise, wenn wir wirklich es auch nötig haben und so, aber sehr wenig eigentlich. Ja. Nehmen wir mit. So. Oben durch ist es auch besser hier als bei der Lava. Ich muss aber schauen, dass ich da nirgends wieder Schaden bekomme. So, jetzt kann ich mal rennen. Da haben wir auch wieder eine Stachelpflanze. So, wunderbar. Machen wir Stopp. Nicht mehr rennen. Und fertig. Da sind wir wieder. So, wunderbar. Gehen wir zurück an den Spawn. Jetzt müssen wir einfach noch ein Ding unten machen, was wir nicht immer hier oben wieder hinkommen. Ja, die Hühner, der Hühnerstall. Oh. Okay, ist ein Vogel, kein Huhn, hä? Super. Also, jetzt ziehen wir die mal hier hin und schauen, dass wir die mal pflücken können. Immer noch nicht. Ja. Also, das Wichtigste ist, denke ich mal, Weizen. Ist einfach wichtiger hier. So, der ist fertig. Und hier drin ist noch ein bisschen fertig. Wunderbar. Sehen wir noch nicht Nacht? Es wird aber bald Nacht. Also, ja, haben keine Schnürfahrten. Mal kurz schlafen gehen. Ah, geht noch ein bisschen. So. Gut, schlafen, immer noch nicht. So, was sollte ich die Weizenkörner rausnehmen? So, schlafen, immer noch nicht. Ja, der Berg ist halt noch ein bisschen höher, also es ist nicht so schnell sehen, wann die Sonne geradeaus ist. Okay. Nochmal ein bisschen probieren. Nein, nicht das Falsche. So. Jetzt. Super. Also. Machen wir das Inventar voll, voller Fische. Oder andere Dinge. So. Geht schnell, ja. Wunderbar. Nicht gekommen. Ah, ein Buch oder so das. Eine Lockbox. Können wir die aufmachen? Ist irgendwas drin? Bevor wir dann wieder Eisen holen, gehen wir eben noch kurz erkunden in der Farmwelt. Vielleicht finden wir noch mal ein Dorf. Ja? Ein Stick. Also ich tue nicht sehr lange angeln. Ich will schon ein bisschen das Inventar mehr füllen. Ein Driftwood. Ein Apfel. Sehr interessant, was da hier kommt. Nochmal eine Logbox. Nochmal irgendwas. Brown Throat. Ja. Komm. Ein Alge. Ein Knochen wenigstens. Können wir noch ein bisschen mehr Knochenpulver machen.
Ja. Irgendwie kommt manchmal einfach nichts. Ich denke, das reicht jetzt. Ja, ist voll. Gut. Ah, da haben wir noch ein paar andere Sachen. Mal schauen, ob ich das aufmachen kann. Redstone. Also mache ich eine Doppelkiste. Einfach draußen, oder? Ja, das lässt sich einfach nicht doppelkistig machen. Bisschen komisch. So, hier. Einfach mal alles reintun. Gysa-Seeds kann ich ja mal hier reinlassen. So, Leiter können wir hier lassen. Und Driftwood. Ich weiß jetzt nicht, was genau das ist. Einfach ganz normal. Ding, okay, ein Tin Can. So, Güsal. Ja, machen wir Weizen hin. Erde haben wir nicht, ne? Da haben wir noch Gold. So, tun wir das Gold und was haben wir da noch? Ja, Tin Can rein. Alles andere dort vorne hin. So, wunderbar. Ah. Was wollte ich noch kurz? Ich wollte hier noch das Yellow Bell Pepper irgendwo anpflanzen. Da vorne mal kurz. Einfach mal schauen, wie das so aussieht, was es wirklich ist. He? So. Ah, da haben wir schon Yellow Bell Pepper. Einen einzigen. Und der ist fertig. He? Ja. Also auch mal ummachen. Eine Presse. R ist wirklich nur sortieren. Also, ich möchte mal kurz euch zeigen. Ich will hier kurz Wasser noch reintun. Dass wir wirklich da drüben oben ein Feld machen. Dahinter ein Haus. Und dann das Dorf ein bisschen weitermachen, oder? Ja, ich denke schon. Also ihr seht, hier können wir eigentlich beginnen, den Garten zu machen. Ist auch sehr toll. Gut, dann machen wir mal hier ein Loch. So, holen noch die Hacke, die haben wir nicht dabei. Dann haben wir eigentlich vorgesorgt, oder? Dann haben wir auf Material. Du schon hier in die Taste, also in den Zeiger reinlaufst. Ja. So. Gut. Also, Weizen haben wir. Dann machen wir zuerst das Wichtigste. Wo ist das andere Schaf? Da ist noch eine Ziege. Ziege muss jetzt nicht hier drin sein. So. Du eine Schaf da. Ist jetzt gar nicht Hunger, hä? Geh rein. Einfach rein. Was ist so schwer? Einfach reinkommen. So. Und hier bleiben, bitte. Das andere Schaf war hier ein bisschen weiter drüben irgendwo. Da. Da mehrere Schafe sogar. Kommt ihr drei einfach mal. Das Graue brauche ich nicht.
Und dann haben wir gleich 4, dann können wir gleich 2 mal vermehren. Hä? Super. Jetzt müssen sie aber nicht sterben, indem hier irgendwo ein Tiger spawnt, der da reinkommt. Tja, ah. Noch eins rüber, hopp. Ja, kommt jetzt bitte. Ach, seid doch nicht faul. Typisch KI. Alle. Alle bitte. Nein, nicht so weit weg. Hallo. Komm jetzt. Ach, dummes Vieh. Komm, komm. Schön, wunderbar. Sind alle drei jetzt hoffentlich. Jetzt kommt doch... Nein, nicht da drüben backen. Das ist ja blöd, dass es gerade hier ist. Wie dumm die sind. Das eine schiebt nur. Und das andere guckt mich blöd an. Eieiei. So, jetzt alle rein. Alle. Gut. Jetzt bleibt ihr hier. Hallo. Ich hab doch das... Manchmal ist der Zeiger wirklich ein bisschen schlecht. Am herumbacken. Ja, genau. Geht alle wieder raus. Genau. Es würden die gar nicht richtig drin sein, damit die automatisch wieder rauskommen. Weil das Gehege ein bisschen zu klein ist. Aber so eine schlechte KI, das wurde viel besser gemacht in der neuen Version. Ich glaube, ab der 10. Version sind dann bessere KI. Aber das ist wirklich schlimm. Weißt du, das sieht man dann erst wieder, wenn man es schon besser hat. Nein, ja, dann bleibst du draußen, fertig. Wenn du so dumm machst und gleich wieder raus willst, bleibst du draußen. Ich könnte wirklich das Gehege groß machen. Wir brauchen nur Schafe eigentlich im Moment. So, und jetzt mache ich hier auf, wo es flach ist. So, komm. Könnte mal die Schaufel. Komm. Ja. Wieso sind Schafe nur so blöd und meine es ist auf der anderen Seite? Hallo. Boah, es wird schon Nacht wieder. So geht's einfach, wenn sie mich folgen. Aber wenn sie mir nicht folgen, dann gehen sie lieber 200 Meter weit weg von mir. So, wunderbar. Geh jetzt weg. Alle weg. So. Ja, kein Plop, nix. Also manche Mods habe ich so das Gefühl, machen ein paar Mechanismen kaputt. Zum Beispiel das Inventar verschieben. Und solche Sachen, aber ja. Damit muss man leben. Mods können nicht immer alles richtig machen. Vor allem, wenn sie so, ja, wie soll ich sagen, halt kurz arbeiten, dann nie mehr. Das ist bei vielen Minecraft-Mods, bei Sky-Mods und so Sachen, sieht man, dass es wirklich nach einiger Zeit noch mit gearbeitet wird und das letzte Zeug gefixt wird. Aber leider bei Minecraft nicht so. Sonst würde ich wirklich alle Mods in einen Modpack haben, ja? Wenn alle schön miteinander arbeiten würden. Genau. Na gut. Haben wir ja gesehen, dass es halt einfach schwieriger ist, aber nicht unlösbar. So, wunderbar. Alles Weizen machen. Also, machen wir mal einen NPC hier. Das ist wichtig. Brot. So.
Ein NPC, Zauberstab, wunderbar. Ja, machen wir die Angel natürlich vorne hier. Die Angel, der Zauberstab muss eigentlich schon hier sein. Machen wir als Fritz der Angler. So, ich mache immer einen Beruf und einen Name. So, Texturspieler, mache ich Spieler, Angler. Und was kommt? Nicht genau. Heißt der, hat einer einen Namen, der wirklich Angler auch heißt? Und er hat einen anderen Skin. Okay, von hinten. Das ist wirklich kein Angler. Mach mal kurz an. Fischer. Nee. Fisherman. So. Nein, kein Ritter. Ah. Ich glaube, so, also klein ist ein anderer dann. Nein, es ist der gleiche. Hm. Seemann. Wird wahrscheinlich so ein Steifter sein. Ist gar niemand. Nö. Also machen wir den Angler. Sieht halt einfach nicht so, ne, ja, wie ein Schiffbrüchiger aus, der gerade hier an Land gekommen ist, weil das Ufer, also abgestürzt ist, oder? Das Raumschiff. Aber ich habe da gerade eine Idee. Die werde ich dann im nächsten Part, wenn ich es nicht vergesse, nochmal sagen. Dass es verschiedene Fraktionen dann sind. Also, sie einfach sagen, ja, wir sind jetzt da irgendwo alleine gestrandet und wir waren eine andere Fraktion. Bringt nichts. So, alles wieder reintun. Ja, lasse ich das hier. Weiße Wolle auch. Bett haben wir ja. Der Zauberstab. Ah ja, Junkloader noch einstellen, stimmt. Also Zauberstab wieder nehmen. Dass es nicht so geht. Gut. Global. Erweitert ist es. Junkloader. Keine Rolle. Händler, Verfolger, Bank, Transport, Mailman, Begleiter. Keine Rolle. So, sind nicht gerade die Rollen, die ich will natürlich. So, jetzt machen wir das rein. Ja, dann haben wir das. Gut, die Sonne ist jetzt in der Mitte. Gehen wir in die Farmwelt. Da gehen wir mal nach drüben. Also hier mache ich dann das Dorf, das erste. Vielleicht das zweite Dorf hier drüben. Und hier unten mache ich dann noch eine neue Fraktion. Die dann einfach so ein bisschen umweltverschmutzend ist oder so. Und vielleicht sogar Eingeborene, ja, können wir machen. Also. Ja, ich habe Lust, ein Dorf hier zu finden. Hä? Gehe ich hier noch ein bisschen auf Reisen. Will ja nicht allzu viel mitnehmen. Deshalb ist das gut. Ah ja, das ein Boot machen, genau.
Das geht es einfach viel schneller alles. So, machen wir zwei oder drei Boote. Ja, zwei gehen. So. Und einfach mal kurz nach rechts. Also wir sehen hier ein Schneebiom. Ja. Das haben wir da im dritten Part gefunden. Oh, ist nicht so gut, wenn hier schon Eis ist. Uiuiui. Weil das Boot nicht immer in der richtigen Koordinate ist und deshalb plötzlich dann zerschlägt und wir geportet werden. Das finde ich immer so komisch. Ja, lustig schon fast. Da haben wir ein Zombie. Ja, unterirdisch. Ja, jetzt ist es schon untergegangen. Aber wir wurden nicht gebootet. Ja, wir sehen hier wirklich auch wieder ein gutes Land. Und hier haben wir ein Urwald, Redwood Forest, glaube ich. Noch mehr Chocobos. Okay. Ja, die Chocobos müssen wir dann auch züchten. Aber ich weiß jetzt nicht, ob man die mit Glühsal so gut anlocken kann wie Schafe. Jetzt halt ein bisschen schwer. Chocobodia-Pedia brauchen wir halt auch noch. Ist das wirklich? Ja, das wird einfach nicht generiert. Hä? Mal kurz gucken. Ja. Okay. Jetzt gehen wir zurück. So. Wunderbar. Ja, jetzt müssen wir uns schon. Ja, das Boot ist ja auch kaputt wieder. Weil wir falsche Koordinaten. Jetzt müssen wir schauen, dass wir mit dem Gehäuse die Chocobos anlocken können. Wir machen noch mehr Zäune, eine bessere Umzäunung. Ja, schon nahe relativ bei uns, also hinter dem Berg. Damit das losgeht. Ja. Also. So, 24 sind genug. Da haben wir noch mehr. 19. Wunderbar. Ja, müssen noch kurz hier bleiben, weil es Nacht wird. Chocobo-Pflanzen haben wir genug. Nehmen wir das Güsal-Grün mit. Und mit der Algae kann man sicher irgendwas machen. Das stimmt aber nicht richtig. Ja, gut. So. Sonne ist nicht mehr sichtbar. Aber dennoch brauchen wir noch einige Zeit. Genau. Ah, oh, geht doch unten hin. Sollte eigentlich immer Priorität haben unten. Aber nein, geht nicht. Okay, vielleicht war schon ein Samen unten. Ja. So, also, gehen wir dorthin. Ich will jetzt aber zuerst schauen, ob die mitkommen. Und weil wir hier zwei Dinge haben, können wir die gleich mal vervielfältigen. Neues Kind gebären.
Schaf, ein Babyschaf. So, kommt ihr jetzt mit? Die kommen nicht mit. Ah, die muss man zuerst... Ja. Das ist ja schon lange her. So, wunderbar. Die sind unser. Aber wir können sie nicht transportieren. Ja. Geht halt einige Zeit noch. Ich werde jetzt mal hier ein Gehege für die machen. Und mir schauen, dass ich das Chocobadia machen kann und so weiter. So. Aber der Part ist schon wieder vorbei. Im nächsten Part geht's weiter. Dankeschön fürs Schauen und bis dann. Tschüss.